Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Es war einmal ein kleines süßes Mädchen. Das hatte jeder lieb, der es sah. Am allerliebsten aber seine Großmutter. Sie wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so gut stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur... Das Rotkäppchen. Und dann kommt der Wolf und sagt, damit ich dich besser fressen kann. Aber Spätzchen, der kommt doch erst viel später. Darf ich aufbleiben, bis der Papi kommt? Nein, der Papi kommt erst um Mitternacht nach Hause. Warum kommt er denn nicht früher? Weil er so weit fahren muss. Wo ist er denn jetzt? Na, unterwegs. Aber wo? Ja, wo ist er jetzt? Er muss in der Nähe von Barrow sein. Weißt du, er tankt immer in Barrow. Wo ist Barrow, Mutti? Spätzchen, Barrow ist 150 Meilen von hier. Nun frag mich nicht, wie lang eine Meile ist. Dann musst du mir weiter vorlesen. Macht $4,50, Mr. Potter. Soll ich noch mal Öl sehen? Ist nicht nötig, Bob. Die Scheiben brauchst du auch nicht zu waschen, bei dem Sauwetter. Hier sind $5, behalt den Rest. Schönen Dank. Ist noch was? Ja, Mr. Potter, die fahren doch jetzt nach Hause. Ja, natürlich. Ja, wissen Sie, vorhin ist da so ein junger Mann hier gekommen. Der sagt, er muss unbedingt heute Nacht noch nach Bakersfield. Ein Bus fährt doch nicht mehr und Sie kommen noch durch Bakersfield durch. Und ich soll ihn mitnehmen, ja? Ja, ich weiß ja, dass Sie keine Anhalter mitnehmen, aber der macht eigentlich einen ganz anständigen Eindruck. Ein Penner ist er bestimmt nicht. Hat bloß Pech gehabt mit seinem Wagen, wie er sagt. Unter uns, Mr. Potter, ist so ein ganz schüchterner Typ, der kaum einen Mund aufkriegt. Hat er mir leid getan und dann bei dem Wetter. Ich habe ihm versprochen, wenn ich einen Kunden kenne, der durch Bakersfield fährt, dann frage ich ihn eben. Also schön. Wo ist denn das Häufchen Unglück? Da drüben steht er. Hey, Mister, Sie haben Glück? Ja. Hier nimmt Sie jemand mit. Ja, habe ich Ihnen was Falsches gesagt, Mr. Potter? Nein, nein, so übel sieht er wirklich nicht aus. Na kommen Sie, steigen Sie doch ein. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt, Mr. Potter. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter. Sie ist krank und schwach und wird sich damit stärken. Mach dich auf, bevor es heiß wird. Und wenn du hinausgehst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Und die Großmutter hat nichts mehr. Und der Papi hat dann auch nichts mehr. Der Papi hat dann auch nichts mehr. Ach, Unsinn, Spatz, der Papi ist doch gar nicht bei der Großmutter. Nein, Papi ist ja in Barrow. Lies weiter, Mami. Als nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, dass er ein böses Tier war, und es hatte keine Angst vor ihm. Sie hatten Pech mit Ihrem Wagen? Ja. Wundert mich gar nicht. Sehen Sie, ich habe diesen hier vor 2 Monaten gekauft. Ich war schon 3-mal in der Werkstatt. Ich sage Ihnen, die Modelle werden von Jahr zu Jahr miserabler. Sie sind doch nicht etwa zufällig Autohändler, ja, oder? Nein. Wohnen Sie in Bakersfield? Nein. Der Tankwart sagte mir, Sie müssten heute Nacht noch dort sein. Ich meine, wenn Sie vielleicht möglichst schnell, ich meine, rechtzeitig zu einem kranken Verwandten wollen oder etwas Ähnliches, dann gebe ich natürlich ein bisschen mehr Gas. Ich habe für alles Verständnis. Sie müssen mir das nur sagen. Sie brauchen nicht schneller zu fahren. Ich glaube, ich weiß, was Sie in Bakersfield wollen. Sie haben eine Freundin dort, hm? Und wollen Sie überraschen? Tun Sie das nicht. Nicht um Mitternacht. Sonst könnten Sie der Überraschte sein. Wir verstehen uns doch. Darum geht es nicht. In einem Punkt sind Sie natürlich im Nachteil. Ich darf Ihnen das offen sagen, ja? Wenn ich das richtig sehe,
dann stolpern sie immer wieder über ihre eigene Schüchternheit. Hm? Stimmt's? Mr. Potter, wie kommen Sie darauf, mich für schüchtern zu halten? Der Wolf dachte bei sich, das junge, zarte Ding, das ist ein Fetterbissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst. So ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her und dann sprach er, Rotkäppchen, sieh doch nur die schönen Blumen, die ringsumher blühen. Warum schaust du dich nicht um? Ich glaube, du hörst auch gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Würden Sie bitte das Radio ausmachen, Mr. Potter? Ja, warum denn das? Weil mir die Musik nicht gefällt. Mir gefällt sie sehr gut. Und im Übrigen sitzen Sie immer noch in meinem Auto, junger Mann. Natürlich. Aber ich mag die Musik nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Sie können doch nicht einfach mein Radio ausschalten. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte wissen, was eben in Ihrem Kopf vorgegangen ist. Ich mochte die Musik nicht. Also gut, Sie mochten die Musik nicht. Aber ich mag es nun einmal nicht, wenn Sie hier eigenmächtig etwas an- oder abstellen. Machen Sie das nicht noch einmal. Was für Musik gefällt Ihnen denn? Solche. Und Harmonika? Also das ist nicht gerade mein Geschmack. Aber wenn es Sie glücklich macht, meinetwegen spielen Sie uns was vor. Aber kein trauriges Lied. Ich spiele keine Lieder, Mr. Potter. Ich spiele immer nur einzelne Töne. Hören Sie auf, das klingt ja scheußlich. Die Töne gefallen Ihnen nicht? Stecken Sie das Ding wieder in die Tasche. Sie machen mich nervös. Das tut mir leid, Mr. Potter. Woher wissen Sie eigentlich, wie ich heiße? Als ich bei Ihnen einstieg, sagte der Tankwart, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt, Mr. Potter. Da lief Rotkäppchen vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Wenn es eine gepflückt hatte, meinte es, etwas weiter wäre eine noch schönere. Und so geriet es immer tiefer und tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Ja, Potter? Ach, du bist es. Natürlich weiß ich, wer der Mörder ist. Spatz, leg sofort dieses Ding weg. Der Papi kann es auf den Tod nicht ausstehen und ich auch nicht, das weißt du doch. Oh, bitte entschuldige, Kinder können einen manchmal zur Verzweiflung treiben. Immer wieder taucht diese alte Mundharmonika auf und wir gehen fast die Wände hoch. Besonders Jim, du kennst ihn ja. Ja, seitdem er die Herztropfen hat, geht es. Ja, sonst könnte er die weiten Strecken gar nicht mehr fahren. Wie? Woher ich den Mörder so schnell kenne? Ach wo, ich habe das Buch von hinten gelesen. Vorsicht, Mr. Potter, Sie fahren zu weit rechts. Sie sind etwas unaufmerksam. Kümmern Sie sich nicht darum, wie ich Auto fahre. Hören Sie mit Ihrer verdammten Mundharmonika auf. Wissen Sie, was mir auffällt? Dass Sie zunehmend nervöser werden. Wenn Sie sich nicht vorsehen, werden Sie eines Tages einen schweren Herzfehler bekommen. Jetzt hören Sie mir einmal gut zu. Ich habe einen schweren Herzfehler. Vorsicht, Mr. Potter, Sie kommen schon wieder zu weit nach rechts. Ich habe einen schweren Herzfehler. Und jede Aufregung schadet mir. Habe ich Sie aufgeregt? Womit? Durch drei harmlose Töne aus meiner Mundharmonika? Es geht nicht um Ihre blödsinnige Mundharmonika. Benehmen Sie sich endlich normal. So wie man sich als Gast benimmt. Wenn ich Sie nicht mitgenommen hätte, würden Sie immer noch draußen im Regen stehen. Mr. Potter, ich glaube, Sie bereuen es, mich mitgenommen zu haben. Mami, wann liest du mir denn weiter vor? Spatz, du siehst doch, dass ich noch telefoniere. Nein, weißt du, wovor ich wirklich Angst habe? Dass ihm ein Unfall passiert. Das ist es ja gerade, ich weiß es nicht. Neulich kam er mit einer Beule im Kotflügel nach Hause. Glaubst du, er hätte mir gesagt, woher die Beule stammt? Eben, deshalb will ich ja, dass er aufhört zu fahren. Wir haben es doch, weiß Gott, nicht mehr nötig. In 3 Stunden, darauf kann ich mich fest verlassen. Sie haben das Auto neu spritzen lassen, Mr. Potter. Wie kommen Sie denn darauf? Außen auf der Gummidichtung an der Tür sind Farbspritzer. Ich habe sie beim Einsteigen gesehen. Na und? Farbspritzer kommen auf Gummidichtungen nur dann, wenn ein Wagen neu gespritzt wird. Und was wollen Sie damit sagen? Dass Ihr Auto neu gespritzt wurde. Das habe ich auch nicht bestritten. Warum fragen Sie danach?
Warum haben Sie Ihr Auto neu spritzen lassen? Zum Teufel, weshalb wohl? Hier eine Schramme, dort eine. Und überall kommt Rost durch. Das glaube ich Ihnen nicht, Mr. Potter. Sie haben mir vorhin gesagt, Sie hätten den Wagen erst vor 2 Monaten gekauft. So schnell rostet kein Auto. Sagen Sie mal, was geht Sie das alles überhaupt an? Da haben Sie recht. Was geht es mich an? Fahren Sie nicht so schnell, Mr. Potter. Wir haben viel Zeit. Natürlich sind Herztropfen noch keine Garantie. Das ist ganz ausgeschlossen. Ich stecke sie ihm jedes Mal selbst in die Jackentasche. Mami, erzähl mir doch weiter vom Wolf. Ja, Spatz, ich mach jetzt Schluss. Ich rufe dich morgen Vormittag wieder an. Gute Nacht. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Der Wolf klopfte an die Tür. Richtig. Der Wolf ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Wer ist draußen? Rotkäppchen, das bringt dir Kuchen und Wein. Mach auf, sagte der Wolf. Drück nur auf die Klinke, rief die Großmutter. Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter. Hören Sie gut zu, Mr. Potter. Hier ist die Ballade von einer schönen Frau. Balmarie nennt man sie. Balmarie hat ein Messer, das schneidet noch besser, eine Stunde vor Mitternacht. Sie hat ihren Liebsten umgebracht. Nicht so laut. Wie es geschah, weiß man nie. Niemand sah Malmarie. Malmarie, meine Braut. Wie gefällt Ihnen das, Mr. Potter? Sie sind ja krank. Nein, ich bin sehr gesund. Sie sind krank. Sie haben ein Herzleiden. Sind Sie verheiratet? Ja. Mr. Potter, ich wette, Ihre Frau ist jung und schön. Lachen Sie so viel Sie wollen. Meine Frau ist jung und schön. Oh, wie ich Sie um Mrs. Potter beneide. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Und dann? Wie viel Geld haben Sie in Ihrer Brieftasche, Mr. Potter? Was soll das? Ich fragte Sie, wie viel Geld Sie in Ihrer Brieftasche haben. Nicht auf den Dollar, genau, ungefähr. Wollen Sie mir drohen? Ich drohe Ihnen nicht. Mich interessiert, wie viel Geld Sie bei sich haben. Weshalb interessiert Sie das? Wir könnten eine Panne haben und liegen bleiben. Wir müssten eine Werkstatt ausfindig machen. Wir müssten den Wagen hinschleppen lassen. Das ist alles sehr teuer, Mr. Potter. Wie viel Geld haben Sie bei sich? Es reicht für den Notfall. Genügt Ihnen das? Das wird sich zeigen. Sie drohen mir? Das haben Sie schon einmal gesagt, was für ein Unsinn Sie reden. Ich spreche von der Störanfälligkeit Ihres Autos. Achten Sie einmal auf den Scheibenwischer auf meiner Seite. Da, sehen Sie. Er bleibt schon wieder hängen. Wann, Mr. Potter, meinen Sie, dass er überhaupt nicht mehr wischt? Woher soll ich das wissen? Ich werde es Ihnen sagen. In 2 Minuten. Dann werden wir uns Gedanken machen müssen, wie er zu reparieren ist. Nun sehen Sie sich das an. Wie man sich manchmal in der Zeit irrt. Hätten Sie gedacht, dass es so schnell mit ihm vorbeigeht? Ich nicht. Was machen wir mit ihm? Repariert werden muss er. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich jetzt eine Werkstatt suche. Nein, Mr. Potter, das glaube ich nicht. Warum auch? Wenn man den Wagen zum Stehen bringt, einen kleinen Schraubenzieher nimmt, aussteigt und die Schraube festzieht, ist der Scheibenwischer auf meiner Seite wieder ganz. Bilden Sie sich ein, ich würde jetzt anhalten? Ja, Mr. Potter. Ich möchte etwas sehen durch meine Scheibe. Sie werden anhalten. Ich denke nicht daran. Sie denken sogar sehr intensiv daran. Halten Sie an. Wozu? Ich habe keinen Schraubenzieher. Dann nehmen wir mein Taschenmesser. Und dann halten Sie endlich an, Mr. Potter. Sie können mich doch nicht zwingen. Doch. Lassen Sie die Handbremse los. Vorsicht, Mr. Potter, Sie müssen jetzt ganz exakt lenken, sonst können Sie Ihr Auto nicht mehr auf der Straße halten. Lassen Sie die Handbremse los. Nehmen Sie beide Hände ans Lenkrad. Wir wollen uns doch nicht überschlagen. Und jetzt nehmen Sie Gas weg, Sie ruinieren sonst die Bremse. Na also, Mr. Potter. Was wollen Sie von mir? Was habe ich Ihnen getan? Sie haben mir gar nichts getan. Ich finde, dass der Scheibenwischer wieder wischt. Und nun gehen Sie und schrauben den Scheibenwischer fest. Nein, das Messer ist zu stumpf und viel zu wenig spitz, um Unfug anzustellen. Nun, Mr. Potter. Nein, ich werde nicht aussteigen. Mr. Potter. Sie werden mich nicht zwingen können. Wie wollen Sie mich zwingen? Ich werde sitzen bleiben. Ich werde nicht aussteigen.
Und Sie werden nichts dagegen tun können. Tun Sie doch was dagegen. Aber Mr. Potter, Sie zittern ja vor Angst. Wovor haben Sie Angst? Lassen Sie mich nachdenken. Wovor könnten Sie Angst haben? Natürlich. Sobald Sie den Wagen verlassen, rutsche ich hinter das Lenkrad, schlage die Tür zu, starte den Motor und fahre mit dem Wagen davon und lasse Sie mutterseelenallein auf der einsamen Landstraße stehen. Davor haben Sie Angst. Ja? Was machen wir denn da? Natürlich. Ich werde aussteigen und den Scheibenwischer wieder festschrauben. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sobald er fertig ist und wieder einsteigen will, wenn er also neben dem Wagen steht, gebe ich Gas. Das können Sie natürlich machen, Mr. Potter, aber dann schieße ich Ihnen mindestens einen Reifen kaputt. Treffen werde ich trotz der Dunkelheit bestimmt, ich stehe ja direkt daneben. Was schauen Sie mich denn so an? Ach so, die Pistole. Hier ist sie. Schonen Sie jetzt Ihr Herz ein wenig. Wir werden noch einige Meilen miteinander verbringen. Oh ja. Rotkäppchen aber war Blumen pflücken gegangen. Und als es so viele beisammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein. Und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür offen stand. Und als es in die Stube trat, kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, »Mein Gott, ich bin sonst so gerne bei der Großmutter, aber wie ängstlich ist mir heute zumute.« »Was geschah, weiß man nie. Niemand sah mal Marie. Mal Marie, meine Braut.« »Hören Sie auf! Seien Sie doch endlich ruhig!« Ach, »hören Sie zu jammern auf, Mr. Potter. Ich weiß ja inzwischen, dass Sie herzkrank sind. Leute wie Sie sollte man überhaupt nicht mehr ans Steuer lassen.« »Halten Sie endlich Ihren Mund! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn Sie mir mit jedem Wort, was Sie sagen, auf die Nerven gehen? Was wollen Sie?« »Sie sind ein aggressiver Mensch, Mr. Potter. Aber Sie können es nicht vertragen, wenn andere auch einmal aggressiv sind. Dann spielen Sie den Herzkranken, der kurz vor dem Zusammenbruch steht, dem man das Leben nimmt, wenn man nur Mundharmonika spielt. So ist es doch, Mr. Potter, alles Theater.« »Sie sind ein Teufel. Sie wissen ganz genau, ach, was genau, weiß das? Gar nichts.« »Hören Sie zu!« »Ich habe Ihnen andauernd zugehört. Sie sagen ja nichts. Es lohnt sich nicht zuzuhören. Eigentlich sind Sie ein vollkommen überflüssiger Mensch, Mr. Potter. Nun regen Sie sich nicht schon wieder auf. Wenn Sie wirklich herzkrank sind, haben Sie sich todsicher bei einem irrsinnig teuren Arzt irrsinnig teure Herztropfen verschreiben lassen.« »Sagen Sie endlich, was Sie von mir wollen. Sagen Sie es doch!« »Was soll ich Ihnen sagen, Mr. Potter? Ich will zunächst, dass Sie mich nach Bakersfield bringen, aber das hatten wir doch längst besprochen. Es ist möglich, dass ich sogar noch etwas weiter mitfahre. Wir werden sehen. Was sollte ich sonst von Ihnen wollen? Nichts. Warum haben Sie Ihren Wagen spritzen lassen? Ihren 2 Monate alten Wagen? Warum, Mr. Potter? Denken Sie ruhig darüber nach, bevor Sie antworten. Wir haben ja Zeit. Schade, dass Ihnen nichts einfällt. Mir fällt immer etwas ein. Mir ist zum Beispiel eine spannende Geschichte eingefallen von einem nervösen Mann, der ein fast neues Auto neu spritzen ließ. Er fuhr wie immer ein wenig zu schnell und ein wenig unvorsichtig. Und eines Nachts passierte es. Plötzlich war da irgendwo ein Schatten und dann gab es einen dumpfen Schlag. Weil der Mann aber sehr nervös war und Angst hatte nachzusehen, was wirklich passiert war, gab er schnell Gas und fuhr nach Hause. Und dort merkte er, dass er eine Beule im Kotflügel hatte. Vielleicht waren sogar Blutspuren zu sehen. Aber das weiß ja niemand. Auf jeden Fall ging der Mann hin, ließ den Kotflügel ausbeulen und sein Auto neu spritzen, auf das er niemals in bösen Verdacht geriete. Sie sind wahnsinnig! Ich habe niemanden totgefahren! Woher wollen Sie das wissen? Sie gehen doch davon aus, dass niemand in der Nähe war, als es passierte. Der Opfer kann schnell verblutet sein. Nicht wahr? Sie gehen doch davon aus, dass es keinen Zeugen gab. Warum erzählen Sie das alles? Sie wissen, dass es nicht so war. Sie wissen, dass Ihre Geschichte erfunden ist. So war es nicht. Mein Gott, warum? Warum erzählen Sie mir sowas? Damit ich Sie besser fressen kann. Rotkäppchen ging zum Bett, zog die Vorhänge zurück und da lag die Großmutter. Hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. Großmutter, was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann.
Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Großmutter, was hast du für ein schrecklich großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, sprang er mit einem Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Der Tiefdruckausläufer verlagert sich langsam nach Norden. Daher ist für den morgigen Tag mit leicht böigem, aber sonnigem Wetter zu rechnen. Und nun noch eine Durchsage der Polizei. Gewarnt werden die Bewohner des Districts Barrow, in dem sich seit den frühen Abendstunden ein überaus gefährlicher und toll... Ich hatte Sie doch schon vorhin einmal gebeten, das Radio auszumachen. Warum überlassen Sie das immer mir, Mr. Potter? Worüber denken Sie nach? Sagen Sie es doch ruhig. Ein überaus gefährlicher, vor dem die Polizei warnt. Haben Sie jetzt Angst, Mr. Potter? Ich habe Sie gefragt, ob Sie Angst haben. Antworten Sie! Aber lassen Sie sich ruhig ein wenig Zeit mit Ihrer Antwort. Und fahren Sie etwas langsamer. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten, dass Sie nie lebend in Bakersfield ankommen. Würden Sie schnell oder langsam fahren? Na? Reden Sie, Mr. Potter. Reden Sie! Wollen Sie mich umbringen? Ich Sie umbringen? Mr. Potter, ich werde Ihnen kein Haar krümmen. Wenn Sie nicht Ruhe geben, bin ich am Ende. Ich weiß. Was wollen Sie denn? Mein Geld? Ja, Ihr Geld hätte ich schon sehr gern. Ihr Auto würde mir auch gefallen. Schließlich ist es erst 2 Monate alt. Hier nehmen Sie meine Brieftasche. Hier nehmen Sie doch. Sie können doch das Auto haben. Wir können die Plätze wechseln. Ich gebe Ihnen die Papiere hier freiwillig. Aber bringen Sie mich nach Hause. Bitte, bringen Sie mich nach Hause. Halten Sie mich für einen Straßenräuber? Nehmen Sie doch schon, nehmen Sie. Wie dumm Sie da sind, Mr. Potter. Dumm, naiv, hässlich, feige, krank. Zum Kotzen. Habe ich Ihnen schon gesagt, Mr. Potter, dass Sie überflüssig sind? Was suchen Sie denn? Ah, ist es soweit? Brauchen Sie jetzt Ihre Herztropfen? Sie brauchen sie sehr dringend, nicht wahr? Mr. Potter... Ist es dieses Fläschchen hier, das Sie suchen? Ich fand es beim Aufräumen in Ihrer Jackentasche. Geben Sie es her! Nein, Mr. Potter, bremsen dürfen Sie jetzt nicht. Sobald Sie bremsen, schütte ich das Fläschchen aus. Haben Sie mich verstanden? Geben Sie es her, bitte. Bitte geben Sie es her. Jetzt machen wir erst einmal den Aschenbecher auf. Sieh einer an, wie lang ist der schon nicht mehr geleert worden? Können Sie sich vorstellen, dass auch ein Aschenbecher herzkrank ist? Warum tun Sie das? Nicht bremsen, Mr. Potter, sonst gieße ich gleich die ganze Flasche hinein. Sie haben immer noch eine Chance. Haben Sie Kinder? 1. Dann wollen wir mal damit anfangen. Also, 1 Tropfen für die Kleine, 2 Tropfen für die junge, schöne Frau, 3 Tropfen... Hören Sie auf! Es ist doch kaum noch was drin. Ich weiß, warum haben Sie mich nur unterbrochen? Jetzt muss ich noch einmal von vorn anfangen. Also, 1 Tropfen für die Kleine, 2 Tropfen für die junge, schöne Frau, 3 Tropfen für das 2 Monate alte Auto. Mrs. Potter? Ja? Ich bin Sergeant Dexter, Polizeistreifenwagen 7, Bakersfield. Ja? Es fällt mir sehr schwer. Mein Mann hat einen Unfall gehabt? Nein, keinen Unfall. Wo ist er? Er ist im Krankenhaus, aber... Was? Ihr Mann, Mrs. Potter, hat während der Fahrt einen Herzschlag bekommen. Er ist tot. Oh. Mein Beileid, Mrs. Potter. Tot? Ich bringe Sie jetzt. Während der Fahrt? Wie sieht er aus? Ist sein Gesicht zerschnitten? Mrs. Potter, es hat keinen Unfall gegeben. Ihr Mann fuhr nicht allein. Er hat in Barrow diesen jungen Mann hier mitgenommen. Ja? Erzählen Sie. Es kam so plötzlich. Er suchte seine Herztropfen und als er merkte, dass das Fläschchen leer war, dann muss er wohl, ich weiß nicht, einen Schock bekommen haben. Wir fuhren noch, da sagte er nach vorne übers Lenkrad. Ich habe dann ins Lenkrad gegriffen und seinen Fuß vom Gas geschoben. Ich konnte dann den Wagen abbremsen. Er ist zuerst zu uns gekommen und wir haben ihren Mann sofort ins Krankenhaus gefahren. Der junge Mann war noch dabei. Es war aber zu spät.
Mrs. Potter, soll ich Sie jetzt ins Krankenhaus fahren? Nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht, nein. Ich verstehe, Mrs. Potter, aber ich muss weiter. Ich bin noch im Dienst. Ich möchte Sie nicht gerne alleine lassen. Im Augenblick. Könnten Sie nicht bei Mrs. Potter bleiben? Sie sehen doch... Natürlich bleibe ich bei Mrs. Potter, Sergeant. Selbstverständlich. Dann kann ich ja... auf Wiedersehen, Mrs. Potter. Und nochmals... tja... Auf Wiedersehen. Guten Abend, Mrs. Potter. Guten Abend, mein Liebling. Nimm mich in den Arm. War es schlimm? Ja. War es schwer? Nein. Er hatte die Herztropfen tatsächlich in der rechten Tasche. Die Mundharmonika muss ihn ziemlich fertig gemacht haben. Das habe ich erwartet. Und die Beule am Kotflügel? Ich habe es nicht herausbekommen. Er hat abgestritten, dass er jemanden totgefahren haben könnte. Das hat nicht gewirkt. Mhm. Aber etwas ganz anderes. Er hatte das Radio angemacht, um den Wetterbericht zu hören. Hinterher kam eine Polizeidurchsage. Irgendein gefährlicher Irrer muss entlaufen sein. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Radio schnell abgestellt, um mich verdächtig zu machen. Die Meldung habe ich auch gehört. Es war kein Irrer. Es war nur ein tollwütiger Hund. Nein. Wir haben den perfekten Mord begangen. Es war kein Mord. Wie kannst du sowas sagen? Außerdem würdest du die Lebensversicherung nicht bekommen. Ich werde die Lebensversicherung bekommen. Trotzdem, mein Liebling, es war ein Mord, weil du die Medizin ausgeschüttet hast. Mami! Spatz, du bist aufgewacht? Kommt Papi nicht mehr? Nein. Weil du die Medizin ausgeschüttet hast? Was sagst du da? Weil du die Medizin ausgeschüttet hast. Pass einmal auf. Wenn du mir versprichst, dass du das nie wieder zu mir sagst, dann kaufe ich dir morgen, was du dir wünschst. Und jetzt vergisst du die Medizin, ja? Nein. Aber warum denn nicht? Damit ich dich besser fressen kann. Damit ich sie besser fressen kann. Das war ein Kriminalhörspiel von Friedhelm Jaismann mit Erich Fiedler, Walter Riss, Gisela Fritsch und Andreas Mannkopf. Regie Robert.